Menschen in München wird Ihnen präsentiert von der Lejeune Akademie München. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute gegenüber von der Allianz Arena ist was Unglaubliches entstanden. Und Nicolas Jobb, herzlich willkommen. Schön, dass wir mal uns Ihren Prachtbau von außen und von innen angucken können. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie jetzt hier in München dieses Gebäude hingestellt haben? Auch am Anfang einer solch tollen Projektierung steht immer eine gute Idee. Die Idee war, nach 13, 14 Jahren erfolgreichem Tourneegeschäft heimisch zu werden, ein Zuhause zu bauen. Appassionata spielt ja in Europa und Deutschland seit vielen Jahren. Mhm. Und einer der besten Standorte war immer München. München war ein Fund für uns immer. Mhm. Und deswegen haben wir uns auch zunächst mal hier umgeschaut. Ja, und sind fündig geworden hier in Frankfurt. Gegenüber von der Allianz Arena. Wenn man sich jetzt sozusagen dieses Holz von außen anguckt, was wollen uns die Künstler damit sagen? Warum haben sie Holz und diese Form ausgewählt? Wenn wir hier stehen bleiben würden, kann man sehen, dass wir hier eine davon galoppierende Herde von Pferden sehen. Man sieht sozusagen die Hinterhand, die nach Süden, also Richtung München, galoppiert. Aha. Ich gebe zu, Sie brauchen eine Erklärung, um es zu sehen. Hier war sie. Ja. Insgesamt. Aber ich bin bereit, das jetzt zu verstehen. Also, ja. Nachdem Sie mir das erklärt haben. Ja. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pferde so ungefähr. Eine ganze Herde von Pferden, ja. Galoppiert in Richtung München sozusagen. Okay. Ja, und Holz, ein natürlicher Baustoff natürlich. Wir sind hier in Freudmending Süd, umgeben von einem Wohn- und Gewerbegebiet. Es soll den Pferden wie den Reitern, aber auch den Besuchern vor allem, eine Heimat geben, ein gutes Gefühl geben, ein Gefühl auch von Natur geben. Mhm. Und das wird hier in diesem Bereich durch das Lärchenholz dargestellt. Erklären Sie uns noch mal bitte den Namen dieser ganzen Veranstaltung. Also Appassionata ist ja bekannt, ja. Als Veranstalter von großen Unterhaltungsshows mit Pferden. Und die was bedeutet Appassionata? Appassionata, ja, das ist ein erfundenes Kunstwort. Es hat mit Passion zu tun. Das, was wir machen, hat viel mit Leidenschaft zu tun. Mhm. Aber es ist frei erfunden. Es klingt, glauben wir, gut. Es passt gut zu uns. Es ist eine starke Marke geworden. Ja. Und bekannt eben für diese Art von Unterhaltung. Hat immer mit Pferden zu tun, mit Reitern, mit tollen, großen Szenerien, mit Geschichten, die wir erzählen. Okay. Und fangen wir mal mit den Mitarbeitern an. Wie viele Mitarbeiter hat Ihr Projekt? Also Appassionata hat während des Spielbetriebes immer in etwa 170 Mitarbeiter an Bord, mhm. die dann eben überwiegend auch reisen. Von großer Arena, wie früher der Olympiahalle hier, mhm. bis zur nächsten Arena. Die reisen auch weiter. Also diese Tournee gibt es weiter. Parallel dazu mhm. haben wir dieses Projekt hier gebaut in München. Hier werden wir ungefähr 300 Mitarbeiter beschäftigen. Die permanent hier sind? Die permanent hier sind, weil mhm. wir hier en suite, sagt man, also permanent Theater spielen. Und neben dem Theater oder um das Theater herum entsteht eine Themenwelt, die Appassionata Themenwelt. Ja. Erzähle ich gleich was zu, rund um das Thema Mensch und Pferd. Mensch als Geschichte und Pferdegeschichte. Kann man ja schon mal zeigen. Also da drüben ist das Parkhaus, zwischen Parkhaus und Ihrem Theater entsteht diese Welt. Ja, nicht nur. Also im Prinzip umgibt diese Welt wie ein Hufeisen, also auch bewusst gewählt, wie ein Hufeisen, ein Omega sozusagen, diesen Showpalast von Nord über die Ostseite nach Süden. Okay. Und unsere Gäste können neben dem Theater eben auch diese Themenwelt besuchen. Mhm. So, vielleicht Ihre Frage noch zu beantworten. Ja, wenn nett, ja. Zur Architektur, ein ganz bekanntes Designbüro aus Berlin, Craft, die sehr, sehr viele sehr eigene Skulpturen, kann man sagen, geschaffen haben, wurde beauftragt, hier etwas Besonderes zu schaffen. Mhm. Und das spiegelt sich vor allem in dieser Fassadengestaltung auch wieder. Wir werden später sehen, auch im Theatersaal, im Foyer, ein künstlerisches Projekt. Es sollte auch, wenn man so möchte, ein Leuchtturm werden hier vor Ort. Okay. Und
die Gäste, die Zuschauer, die kommen dann von dort rein und dies ist so mehr oder weniger der Haupteingang. Genau, da haben Sie zwei genau, sogar. Genau, wir haben zwei Eingänge im Prinzip ins Theater. Ja. Wir bauen noch parallel ja unsere Themenwelt. Mhm. Das Theater wird ja bekanntlich eröffnet im November mit der großen Weltpremiere am 5. November. Ja. Und die Themenwelt wird im Mai eröffnet. Das heißt, während wir Theater abends spielen, bauen wir tagsüber weiter und komplettieren diese Themenwelt. Und durch die Themenwelt betritt man später auch das Theater. Und Sie wollen jeden Tag spielen? Ja, wir spielen jeden Tag, also in der Regel von Mitte der Woche, von Mittwoch, Donnerstag bis Sonntag. Ja. In den Zeiten, in denen Gäste auch Zeit haben für uns, wie Weihnachten, Ostern, zu solchen Anlässen spielen wir jeden Tag. Aber in der Regel von Donnerstag bis Sonntag. Und zwar nachmittags wie abends. Sie haben da drüben jetzt eine hohe Holzwand gebaut. Ja. Da bin ich natürlich besonders neugierig, was dahinter ist. Was ist hinter dieser Holzwand? Da gehen wir auch gleich hin. Also ein paar Geheimnisse sind dahinter natürlich. Das sind die Hauptakteure, die Helden unserer Show. Die haben dort ihr Zuhause. Wir sind ja ein Betrieb, der eben auch Tierhaltung, Pferdewirtschaft betreibt. Das wird hier in Deutschland gerade auch ernsthaft betrieben, was auch richtig ist, dass den Pferden gut geht. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Prima. Gut. Herr Job, was haben Sie denn jetzt eigentlich für Tiere? Wie viele Pferde gehören mit zu dem Programm? Ja, also es ist ein großer Pferdebetrieb. Wir haben in etwa 110 Pferde vor Ort, von denen gut die Hälfte in der Show mitspielen. Ja. Und die andere Hälfte wird dann hier in der Themenwelt ihre Aufgabe übernehmen. Hier aber dieses Pferd ist ein Esel. Ja, dieses Pferd ist ein Esel. Einer unserer Hauptdarsteller in der Show, ein französischer Esel. Eine Comedy-Nummer gehört auch dazu für so eine Show. Leidenschaft, Liebe, aber eben auch Comedy. Er ist ein komisches Element in der Show. Okay. Und besonders schwer natürlich auch zu erziehen. Ich meine, das ist ja wirklich hat ja viel mit Tierhaltung auch zu tun. Nicht? Inwieweit müssen Sie da Richtlinien befolgen und wie schwierig ist das, wenn man das Ganze eigentlich für eine Show vorbereitet? Ja, Sie brauchen schon spezielles Know-how. Also es ist natürlich die Grundzüge des Tierschutzes, der Tierhaltung müssen sehr streng beachtet werden. Wir haben natürlich viel Erfahrung. Wir arbeiten ja seit 12, 14 Jahren mit Pferden auf unserer Tournee. Das ist ja auch ein spezieller Betrieb. Die Pferde werden transportiert, kommen in Ställe, die spielen ihre Show, fahren zum nächsten Standort. Also wir haben viel Erfahrung und wir haben all die Erfahrung, unsere eigene und unsere Equipen. Das sind so die Pferdefachleute, die Reiter, haben wir eingebracht hier nach München und haben mit diesem Know-how diese Ställe erstellt, die Reithalle erstellt und das Umfeld auch. Ganz wichtig für uns, dass es unseren Pferden gut geht, logischerweise. Das sind Hochleistungssportler, kann man sagen. Die können alle sehr viel und die müssen deswegen ein gutes Zuhause haben. Wo werden die denn trainiert, also auch wenn sie neue Pferde bei sich in die Show nehmen? Wir haben ja Equipen aus ganz Europa. Diese Art von Showreiterei ist besonders gut entwickelt in den südeuropäischen Ländern. Spanien, Portugal, Südfrankreich, Italien, auch in Deutschland, Niederlande, Dänen haben wir auch, Engländer. Und die trainieren natürlich die Pferde. Ja. Das Basistraining zu Hause. Die haben alle zu Hause eine Farm, einen Bauernhof, einen Reitstall. Guck mal, der wird da gerade rasiert, oder was passiert mit dem? Ja. Das ist ein Friese, der wird gerade frisiert, würde ich sagen. Ja, frisiert, rasiert, der wird hübsch gemacht für die Show. Ja. Denn natürlich erwarten unsere Zuschauer in der Show prachtvolle Tiere, gut gepflegte Tiere, gesunde Tiere, die eben auch leistungsfähig sind. Und das wird auch die Frisur herbeigeführt, wie bei uns. Wie viele verschiedene Rassen haben Sie denn hier überhaupt? Also für die in der Show setzen wir alleine schon, ich würde sagen, in etwa 12 verschiedene Rassen ein. Ja. In der Themenwelt werden es dann wahrscheinlich um die 30 verschiedene Rassen sein. Momentan hier befinden wir uns in dem Stall für unsere Showpferde, die ja schon bei uns sind, die, wie ich sagte, zu Hause schon antrainiert wurden, in Frankreich und Portugal und so weiter. Ja. Und jetzt wird natürlich hier die Show komplettiert durch unsere Rehearsals, also unsere Probenwochen, die wir haben. Wir sind gerade mittendrin. Auf Ihrem Plakat heißt es zwar hier oben Appassionata, aber dann heißt es hier Equila. Ja. Aus dem Lateinischen, so ein bisschen was erinnere ich, heißt es
Pferd, ist das so ein bisschen daher angelehnt? Das große oder kleine Latino? Nein, gar kein Latino. Ich bin dann auf Französisch umgestiegen. Ja, Sie haben recht. Eco ist das Pferd, ist im Prinzip der vordere Teil des auch Schöpfungswortes. Ja, und soll die Assoziation natürlich wecken, auch zu Pferden. Schon, ja, ne? So ist es. Ja, auch das Plakat symbolisiert so ein bisschen, was wir hier machen. Wir haben also keine Pferdeshow, sondern wir haben eine ganz magische Unterhaltungsshow mit Pferden. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ja. Denn diese Show wird alle Menschen ansprechen, die gute Unterhaltung suchen. Mhm. Und nicht nur Pferdefreunde. Ein riesiger Betrieb hier. Das ist ja wirklich... Ja. Was sind das für Menschen, die hier arbeiten? Also ich meine, wo kommen die her? Ja, also die Menschen, die wir hier sehen, sind schon unsere Künstler, unsere Reiter. Man soll nicht... Wir gehen einen kleinen Bogen, man weiß es nicht. Nee, weiß sind nicht. Unsere Reiter, die die Pferde pflegen. Die Pferdepflege selber ist bei den Reitern. Der Reiter, die Reiterin und die Pferde haben eine ganz enge Verbindung miteinander. Ja. Die sind ja auch sozusagen aufeinander angewiesen. Die können ihre Kunst nur gemeinsam zeigen. Das geht nur in großer Harmonie. Und da sieht man hier ein Trubel. Wir reden hier nur von Reiterinnen und Reitern, zum Beispiel aus Italien, aus Portugal, Spanier sind hier, Franzosen, also internationales Deutsche. Publikum, Deutsche auch. Ja. Unsere Friesennummer wird zum Beispiel über eine Equipe aus der Nähe von Düsseldorf geleistet. Mhm. Die Equipe Gescholleck macht das. Wunderschöne, schwarze, große, prächtige Hengste, werden wir gleich sehen. Mhm. Also international ist das hier aufgestellt. Und was für das Showgeschäft wichtig ist, es sind nur Hengste an Bord. Jemand, der sich mit Pferden auskennt, Sie können mir folgen. Ja, ich folge Ihnen ganz vorsichtig. Ja. Nicht, dass der nach hinten austritt. Nein. In der Regel, aber nur in der Regel machen die das nicht. Die sind natürlich auch Publikum gewohnt. Ja, aber jetzt hier, wenn Sie nur Hengste haben, ist das nicht auch problematisch? Es wäre nur dann problematisch, wenn eine Stute in den Fall käme. Dann würden wir das Problem sehr schnell auch selber wahrnehmen. Ja. Aber so arrangieren sich die Hengste miteinander. Weil es gibt ja momentan sozusagen keine Rivalität um eine Stute. Aha. Das wird sich aber gravierend ändern, wenn eine hier reinkäme. Und das lassen Sie aber besser bleiben. Das lassen wir besser bleiben. Und hier hinten sind die Brandzeichen. Ja, ja. Das ist zum Beispiel ein spanisches Pferd aus der Equipe Fernandez. Mhm. Und das F kann man erkennen, Mercedes Fernandez, die Ehefrau des Inhabers. Mercedes. Mercedes Fernandez heißt sie. Als Spanische, eine ganz edle Reiterin aus Spanien, die auch in unserer Show im Tourneetheater mitmacht. Mhm. Die reitet sie nicht selber, aber ihre Pferde sind hier. Ja, und so ein, wir haben es angesprochen, so ein Reitstall. Richtigerweise unterliegt strengen Auflagen in der Tierhaltung. Hier war ich ein bisschen langsamer, es schlägt sich gerade ein wenig. Das scheut ein wenig. So. Unterliegt strikten Auflagen, die wir alle auch einhalten wollen und müssen, zum Wohl der Tiere. Aha, hier können wir uns die neue Frisur angucken. Ja. Hier sehen wir zum Beispiel einen Friesen aus der Equipe Gescholleck aus der Nähe von Düsseldorf. Draußen geht dann ein Shirehorse, eine der größten Pferderassen der Welt vorbei. Sehen wir gleich noch von Namen. Und Sie sehen, er kennt das schon, er ist ganz ruhig. Er mag, also ich mochte Frisur früher nie. Nein, er mag Frisur, er mag das und fühlt sich ganz wohl. Was ist Ihre Beziehung zu Pferden? Also ich komme aus dem Dorf, kann man sagen, in der Nähe von Köln gebürtig. Mhm. Da gab es früher auf den Koppeln Pferde und Kühe. Ich habe Pferde immer geliebt. Ich kann auch reiten, zumindest kann ich mich gut auf Pferden halten. Ja. Kann das ein wenig ausüben. Ich finde den Pferdegeruch, ich finde den Charakter von Pferden unheimlich spannend. Ja, und hier sieht man zum Beispiel, weil wir gerade hier stehen, so geht man auf Weltreise mit einem großen Koffer. Vollgefüllt mit dem, was ich brauche. Ja. Was ich brauche? Ich brauche natürlich einen Sattel, ich brauche Pflegematerialien, ich brauche Zaumzeug, ich brauche Bürsten. All das ist hier sozusagen, sieht man schon, ein wenig mit Patina über Jahre schon genutzt worden. Das, so reisen Ecken. Das kommt dann in einen großen Container rein und wird dann auf dem... Ja, den LKW transportiert dann eben von Spielort zu Spielort oder hier in diesem Fall einmal zu uns. Mhm, und da sieht man dann auch die Signes der Equipen. Das ist wieder die Equipe Gescholleck zum Beispiel. Da hat jede so ihre Marke auch ein wenig. Wie viele Equipes haben Sie hier bei sich? Wir haben jetzt 7 verschiedene Equipen hier. Mit Equipen. In der Equipe umfasst immer die Reiter, also die Eigentümer, und die Reiter und die Pferde. Ja. Und die sind oft bekannt für bestimmte künstlerische Darbietungen.
Die einen sind eher mit Dressuren unterwegs, die anderen mit Trickreiterei zum Beispiel, mit Akrobatik, auch mit Pferden. Das ist ganz unterschiedlich. Oder zum Beispiel die französische Equipe hier von Laurent Jarrin ist ein Comedian, der ganz gezielt mit, in diesem Fall den Eseln und den Ponys, Comedy aufführt. Für eine Show, wie wir sie uns vorstellen und bald darbieten werden, gehört natürlich das komische Fach auch dazu. Gut. Das ist jetzt die Trainingshalle, oder? Genau, also das ist die Reithalle, unsere Trainingshalle für die Equipen, für die Showreiterei. Mhm. Und die wird auch später genutzt für unseren Themenpark, unsere Themenwelt. Hier können also Gäste mal so ein bisschen die Tricks und Kniffe kennenlernen, wie man so ein Pferd reiten kann und wie man mit diesem Pferd diese Kunststücke auch verbringen kann. Erzählen Sie mal was über den Boden. Denn was sind das hier für weiße Flocken? Ja. Also wir brauchen natürlich für diese Art von Reiterei einen ganz spezifischen Boden und auch einen verlässlichen Boden. Mhm. Der muss sehr fest sein, nicht zu fest, muss trittsicher sein, weil unsere Pferde zum Teil bei bestimmten Nummern mit enormer Kraft auftreten. Und deswegen haben wir in diesen Boden Zellulose eingearbeitet. Da haben wir über die Tour viele Jahre Erfahrung gesammelt, unseren eigenen Boden kreiert. Ja. Und den gemeinsam mit unseren Reitern getestet. Und das ist der beste Boden, den wir jemals herstellen konnten. Ja, und in dieser Halle werden die Equipen trainieren, ihre Nummern trainieren. Und unsere Gäste können die Trainings auch anschauen, begleiten und kennenlernen. Wie lange hat das Pferd gebraucht, bevor es das gekonnt hat? 3 Jahre. 3 Jahre? Ja. Wie alt ist das Pferd? Er ist jetzt 7. 7 Jahre, okay. Also in unserem Gewerbe sagt man auch, die Pferde können nicht zu jung sein. Die müssen schon 5, 6, 7 sein, bis sie eben auch das, was wir von ihnen erwarten, auch können. Und Pferde, Fluchttiere, ich sagte ja vorhin schon, leben in einer großen Harmonie zu ihren Reitern und müssen ganz langsam hingeführt werden. Das geht nur mit langsamen, gemeinsamen, harmonischen Üben. Bei uns zum Beispiel, wenn wir gleich sehen, müssen die Pferde ja auch an Applaus gewöhnt werden, hoffentlich Applaus. Ja, ja, klar. Die werden gewöhnt an LED-Wände, an Musik. Und Pferde brauchen immer diese Gleichförmigkeit, die brauchen Sicherheit. Sie müssen dem Reiter und dem Umfeld vertrauen können, so ihrem Habitat, sage ich mal. Und das erreicht man, indem man sehr harmonisch und auch sehr kontinuierlich mit dem Pferd arbeitet. Ich meine, Sie müssen diese ganzen Pferde ja auch bewegen, nicht? Ja, also die, wie ist das organisiert? Also so ein Betrieb mit so vielen Pferden muss schon sehr genau organisiert werden oder sein. Das ist Minutenarbeit. Diese Halle zum Beispiel ist jeden Tag, jede Minute genau koordiniert. Die Trainingszeiten der verschiedenen Equipen, gemeinsamen Equipen auch zum Teil, die Pflegezeiten für den Boden etc. Das ist alles genau durchgetimt, kann man sagen, in einem sogenannten Production Schedule, also einem Stundenplan im Prinzip. Ja. Das ist organisiert. Ja. Und Sie müssen halt auch ein bisschen darauf achten, dass sich alle lieb haben, nicht? Denn in einem solchen Betrieb, wenn es da Störungen gibt, dann wird es kompliziert. Aber die gibt es natürlich. Ne? Also dafür sind wir Menschen, wir unter uns Menschen sogar mehr als unter uns, also unter uns Pferden, wollte ich schon sagen. Unter den Pferden, die Pferde sind da eher ganz ruhig und haben. Wir Menschen sind da dann das größere Thema. Wir sind international, wir haben viele junge Leute an Bord. Viele ehrgeizige Leute, die wollen was bieten, die brennen darauf, ihre Kunst mal dem Publikum zu zeigen. Es dauert ja noch ein paar Wochen, bis es soweit ist. Alle sind mit großen Erwartungen, großer Spannung. Also hier schlägt dann das Herz ein wenig höher, wenn man hier reinkommt, weil die Erwartungshaltung natürlich groß ist. Ja. Und ja, ich glaube, das ist ein schönes Foyer. Ja, man spürt natürlich, dass man so dem Herz näher kommt, dem Grund, warum man hier ist, nämlich eine tolle Show zu sehen, hier im Foyer. Mhm. Auch das ist von Kraft so entwickelt worden, also den Architekten aus Berlin, dass wir ein außergewöhnlich elegantes Foyer haben. Die Decke wird mit einem LED-Lichtspiel bespielt werden können, die ist also jetzt momentan unbeleuchtet, aber hier können wir schöne Lichtspiele vornehmen. Und hier sehen wir noch ein paar Tänzer auch. Wir haben hier unsere Probenbühne eingerichtet. Unsere Show hat auch 14 Tänzer, 4 Akrobaten, Flugwerk. Und die sind sehr müde, wie man sieht, haben gerade ihre Probe wohl beendet. Die tanzen jetzt für uns extra nochmal. Und hier haben Sie die Bar, ja? Hier kann man dann... Genau. Eine moderne Bar. Hier wird vor der Show, nach der Show und vor allem in der Pause auch verköstigt. Mit dem, was man auch im Theater erwartet.
sind modern hier natürlich auch und müssen natürlich schnell sein vor allem. Das Entscheidende ist ja hier, Sie haben Lust, was zu trinken. Sie kommen schon zu uns und das muss dann schnell gehen. Wir haben eine halbe Stunde Pause. Das verstehe ich manchmal im Theater nicht. Ja? Dann haben die diese langen Schlangen und dann wird von Flaschen erst noch mal eingegossen und so. Ja. Das kann man doch auch anders organisieren. Ne? Ja. Also das werden Sie uns jetzt vormachen. Ja. Dass das hier gut funktioniert. Wir strengen uns da an. Es ist ein Geheimnis. Was kann man tun, um das, was Sie beschrieben haben, abzumildern? Man kriegt es nicht ganz weg, weil der gleichzeitige Faktor, es kommen einfach so viele Menschen gleichzeitig mit wenig Zeit, das ist nur durch dezentrale Organisationen und Vorbuchungen auch möglich. Bei uns zum Beispiel kann man eine Pausensnack vorbuchen. Dann bereiten wir das schon vor für Sie. Und Sie laufen dann zu Ihrem Tisch und müssen nicht mehr warten. Kenne ich aus Salzburg. Ja. Da machen die das auch. Sehr gut. Oh ja, da hinten, da dröhnt schon die Musik. Sehr gut. Da gehen wir jetzt mal rein. Geh mal rein. Motiviert geht es weiter mit Menschen in München, präsentiert von der Legion Akademie. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Also eine unserer Eröffnungsnummern. Wir befinden uns jetzt hier im Theater. Ja. Ich rede mal ein bisschen leiser, weil wir wollen die Probe nicht stören. Wir sind so in der Mitte unserer Probenzeit. Wir sehen eine unserer Eingangsszenen mit Tänzern. Ja, und das ist so typisch. Der Regisseur, sagt, stopp mal hier. Ja. Wir müssen das nochmal auf Anfang stellen. Das ist ja genau die Probenarbeit, die er macht. Ne? Pardon. Nee, also jetzt einfach mal, wenn wir hier hochgucken, wie viele Leute passen hier rein? Also hier passen 1700 Menschen hinein. Mhm. Eine Amphitheater-Konzeption, das heißt, jeder hat einen perfekten Blick auf eine Panoramabühne. Ja, das ist uns ganz wichtig gewesen. Ja. Man sieht ja hier auch, das Format ist eher breit. Bietet also den Zuschauer ein großes Panorama und bietet für uns, für unsere Pferdenummern, die entsprechende Fläche, die wir brauchen, nämlich mindestens 40 mal 20 Meter. Ist das ein bestimmtes Land, wo wir uns befinden? Ja. Unsere Show, die wir am 5. November zur Weltpremiere führen, heißt Equila. Equila ist das Land. Wir betreten das Land Equila. Und im Land Equila leben Menschen und Pferde eine große Freundschaft. Und vollführen auch jedes Jahr große Wettkämpfe. Auch hier gewinnt nicht der, der die höchsten Sprünge macht, sondern der, der die perfekte Harmonie mit seinem Pferd zeigen kann. Das ist das Ziel. Die Geschichte ist doch, dass ein Junge ein Pferderennen mitmachen möchte, oder? Genau, ein Junge möchte gerne mal diesen großen Wettbewerb gewinnen, wo es eben um diese Balance geht, um diese Beziehung zum Pferd. Aber er ist noch zu jung und sein Vater schickt ihn auf eine Reise durch das Land Equila, um Erfahrungen zu sammeln, um mit seinem Pferd zusammenzuwachsen. Er muss ja in Harmonie, kann er nur mit dem Pferd die beste Leistung bringen. Was kostet Sie der Spaß? Ja, also wir investieren insgesamt hier an dem Standort 55 Millionen Euro. Davon kann man sagen, in etwa 35 Millionen Euro in das Theater, in etwa 20 Millionen Euro in die Themenwelt. Alles privat finanziert. Und wir planen für die Show Equila immer so ein Jahr erstmal. Man plant so in unserem Gewerbe immer ein Jahr Spielzeit. Und wenn man erfolgreich ist, was wir sehr hoffen natürlich, spielt man über Jahre und kann dann auch gutes Geld verdienen. Aber Sie rechnen damit, dass Sie nach einem Jahr quasi Break-Even haben? Genau. Das, was wir investieren hier, wollen wir gerne nach einem Jahr wieder erwirtschaftet haben. Was kostet eine Eintrittskarte? Das ist ganz unterschiedlich. Also uns ist wichtig, dass jeder Gast den besten Preis für die beste Show bekommen kann. Und Sie können unsere Show schon besuchen für 29 Euro. Es geht so von 29 Euro bis auf 129 Euro am Samstagabend. Also das hat was damit zu tun, an welchem Tag? Genau. Und dann wahrscheinlich auch, wo man sitzt? Genau, also klar, wenn Sie auf dem Premium sitzen, einen Platz genommen haben, mittendrin, wird es teurer sein, als wenn Sie am Rand sitzen. Aber Sie haben ja auch in den Seitenbereichen durch diese Panorama-Anordnung noch einen super Blick. Also Sie erleben die Show nicht, wie es manchmal so sein muss, an einem Sitz, wo Sie nicht so viel erkennen können. Sie werden hier alles sehen. Sie sehen gerade auch hier Flugwerk. Also wir haben hier ein 3D-Flugwerk installiert. Ja. Hier hängt nochmal über diesen Betrag, den ich da sehe, hinaus, nochmal Technik für 10 Millionen Euro am Himmel. Wir können hier über alle Ebenen fliegen. Sie haben Tänzer, Sie haben Akrobaten, Sie haben Reit,
Theater. Was habe ich vergessen? Musiker, wir haben Live-Musik hier drin auch mit der Violinistin. Ach so, ah ja. Und wir haben natürlich eine unglaubliche Technologie weltweit und europaweit, die größte LED-Bühne. Ja. Und wir können hier dieses, was ich hier pflegen gerade, können hier diese Szene wunderbar inszenieren. Jetzt werden gerade sehen, die weitere Akrobaten angehängt an die Flugwerke. Ja. Und die werden fliegen für die Zuschauer. Und sie werden die Bildmotive über die Zuschauer ausspielen, sodass der Zuschauer bei uns mittendrin sitzt. Nicht nur zuschaut, sondern mittendrin sitzt in der Szenerie. Ja. Das ist also Teil der Szenerie, Teil des Stückes, Teil des Theaters, der Show. Und jetzt müssen wir uns auch vorstellen, dass der im Hintergrund die LED-Wand irgendwas zeigt. Genau, sie zeigt nicht nur statische, sie zeigt bewegte Bilder. Bewegt. Sie werden in der Show sehen, wie ein riesengroßer Blauwal aus dem Boden springt. Aha. In die Wand. Und sie denken, das ist ein Blauwal. Man kann Leute ja so gut projizieren, das ist der echt lang. Wird es denn hier auch Gespräche geben? Also wird man die Akrobaten auch sprechen hören? Nein, wir sind ja hier an einem Standort in München international. Das heißt, wir haben hier ein nonverbales Stück. Alles das, was wir erzählen wollen, erzählen wir durch das Schauspiel und die Gestik. Aha. Also wenn zum Beispiel der Vater und die Mutter ihren Sohn auf die lange Reise durch das Land Aquila schicken, wird der Zuschauer es verstehen durch die Gestik der Mutter, die ein Farewell gibt, der Mutter zuwinkt noch, die Musik untermalt das. Wir haben einen tollen Komponisten mit Martin Lingnau gefunden, der das Ganze natürlich mit seiner Musik anreichert. Und ja, die Stimmung, die wir auch miterleben, Leidenschaft, Trauer, Competition, Liebe, das werden wir alles über Musik und die Darstellung miterleben können. Interessant ist, dass der Regisseur seine Anweisungen hier auf Englisch gibt. Also das ist wahrscheinlich der Internationalität geschuldet. Ne? Ja, und er ist Australier. Ja. Das ist Brandon Shelper. Lebt in Berlin mit seiner Firma. Battle Royal heißt er. Ja. Er hat zum Beispiel hier in München The Next 100 Years von BMW als Regisseur inszeniert mit seiner Company im Olympiastadion vor, ich glaube, einem Jahr ungefähr. Ah, okay. Und der versteht sich halt als Regisseur auch, der diese modernen Medien, LED-Projektion. Jetzt sehen wir es da hinten im Hintergrund. Sehen wir es ein bisschen, ja. Ein Vulkan, der explodiert. Ja, ein Vulkan. Und das sind ja noch, wenn wir, was wir gerade sehen, relativ statische Bilder. In der Show später, es sind noch nicht die finalen Bilder, haben wir bewegte Bilder auch. Also Sie sehen zum Beispiel hier vorne auf der Bühne vielleicht 10 Hengste galoppieren und im Bild sehen Sie weitere 500 Hengste galoppieren durch Aquila. Was haben Sie so festgestellt in den letzten, wie lange bereiten Sie das jetzt hier vor? Also die bauliche Erstellung war auch mit Hilfe der Stadt München, die uns sehr unterstützt seit Mitte letzten Jahres. Jetzt sieht man schön. Sieht man ein bisschen was. Zügig den Bau erstellt und wir proben, kann man sagen, seit März in etwa in den Heimatländern der Equipen und proben hier vor Ort seit August. In etwa. Ach so, die haben da schon Teile des Stücks sozusagen vor Ort in Spanien und wo auch immer geübt. Genau. Und was ist denn jetzt so bei der Entstehung dieses ganzen Projektes so der Pferdefuß? Wo war es besonders schwierig? Also bei so einem Projekt, das aus dem Isar-Kies gestampft wird, wo nichts vorher ist, ist zum Beispiel, fangen wir mal da an, der geringe Grundwasserspiegel nicht ganz so einfach zu meistern. So. Man kann hier also nicht in die Tiefe gründen beispielsweise. Mhm. Also es gibt ein paar bauliche Besonderheiten, die hier gemeistert wurden. Und jetzt ganz aktuell gilt es natürlich, diese Vorarbeit, die in den Heimatländern schon über Monate betrieben wurde, zu einem Gesamtkunstwerk zusammenzusetzen. Und das klappt natürlich nicht immer wie geplant. Sie müssen improvisieren, sie müssen neu nachdenken. Und wer hat jetzt diese Hintergründe da gestaltet? Ich meine, das muss ja auch... Ja, also die Grundidee kommt natürlich von dem, der die Geschichte erfunden hat, unserem Regisseur, dem Komponisten auch, dem Musikkomponisten. Das muss ja auch getaktet werden. Mhm. Heißt, diese Musik und diese Bilder müssen auch auf die Bewegung der Pferde getaktet werden, für den Schritt oder den Trab oder den Galopp. Dafür haben wir mit Maike Arnason eine Pferderegisseurin auch an Bord, eine Pferdefachfrau, die das genau kennt. Und dieses Team schafft die Performance. Und das ist natürlich nicht ganz so einfach. Und
bringt immer neue Herausforderungen, jeden Tag. Wir haben einen internationalen Cast. Sind vor allen Dingen auch junge Leute, die hier mitmachen. Ne? Ja. Anders geht es ja gar nicht. Ja. Wenn ich mir jetzt hier mal ihren Cast angucke, dann sehen die ganz schön erschöpft aus, jetzt auch nach dieser Probe. Ja, die brauchen auch die Konzentration. Ne? Die haben jetzt mal Ruhephase. Da sehen wir gerade einen Reiter auch. Wenn wir auf die Treppe gucken, das ist unser Hauptdarsteller. Pharaoh heißt er in der Show. Wir tanzen und reiten noch ohne Kostüme, ohne Maske. Es wird ja später alles mit Kostüm und Maske sein. Ja. Das ganze Bild natürlich so fantastisch machen. Lassen wir uns mal einmal hochgehen. Ja. Weiter. Und bitte. Was man natürlich auch gehört hat, war die Frage, Die rechte Frage, dürfen Sie den Namen benutzen, dürfen Sie ihn nicht benutzen? Wie ist denn da der Stand? Natürlich dürfen wir ihn benutzen. Also es liegt ja daran, dass wir einen neuen Haupteigentümer haben. Mhm. Und wir sind ja seit vielen Jahren Lizenznehmer. Die Lizenz selber gehört einer Company in Malta. Wir sind Lizenznehmer, wie seit vielen Jahren. Wir bedienen auch diesen Lizenzvertrag und dürfen natürlich die Marke auch nutzen. Das wird zwar angefochten, aber die meisten Urteile der deutschen Gerichte haben uns recht gegeben. Und deswegen benutzen wir auch den Namen ganz vorbehaltlos, klar. Mhm. Und nochmal zur Technik. Also inwieweit wird denn der Zuschauerraum auch mit einbezogen? Ja, das ist das Besondere. Wir stehen ja quasi mitten im Zuschauerraum im Moment. Dieses Theater ist so gebaut, auch mit der Technik, dass Sie als Zuschauer nicht nur auf eine Bühne schauen, mit einem schönen Bühnenbild, sondern Sie sitzen mittendrin, denn die Szenerie spielt um Sie herum auch. Also die Projektionen umfassen Sie im Prinzip. Und das Flugwerk unserer Akrobaten fliegen über Sie. Also ich bin ganz sicher, es wird ganz fantastisch werden. Sie sind Teil der Inszenierung. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass also hier 1700 Menschen sitzen und da haben Sie mal vielleicht 10 Pferde oder vielleicht auch 20 auf einmal und die fangen alle an zu klatschen. Ja. Was passiert dann mit den Pferden? Ja, also ich habe vorhin im Stall gesagt, das Pferd ist ein Fluchttier eigentlich. Sie müssen daran gewöhnt werden. Und das machen wir auch behutsam, Schritt für Schritt. Und irgendwann gibt es hier auch den Applausomaten, dass sie quasi auch unter einer Echtsituation lernen, ihre Nummern zu bringen. Mhm. Wir werden ab Oktober Previews haben, also Vorpremieren haben mit geladenen Gästen, damit wir uns langsam ranarbeiten. Also klar, man muss das Stück für Stück sehr kontinuierlich aufbauen und üben. Und wie machen Sie das dann, wenn hier auch Lichteffekte sind und so? Das ist ja für die Pferde auch. Es ist ja ein völlig unnatürliches Environment. Ne? Ja. Aber Pferde, wie gesagt, vertrauen ihrem Reiter sehr. Das ist ja eine sehr starke, innige Beziehung. Der führt das Pferd ja auch, führt es auch eben an diese Herausforderung ran. Stellen Sie sich vor, in einer Szene wird ein Pferd auf dem Wasser schweben oder auf dem Floß stehen, umgeben von einem tiefen Ozean. Durch Projektion springt ein großer Blauwal über die Szene, über das Pferd hinweg. Das alles muss geübt werden. Klar weiß das Pferd nicht, dass es Projektion ist und es sieht täuschend echt aus. Was macht Sie optimistisch, dass Sie hier jeden Tag 1700 Gäste reinfüllen? Ja, also wir haben ja viel Erfahrung mit unserer Tourneeshow, die übrigens ja parallel weiterläuft, durch alle Städte, nur in München nicht gespielt wird. Wir kennen die große Resonanz und auch den großen Wunsch unserer Gäste, dass wir irgendwo mal eine Heimat finden können, wo man hinfahren kann. Wir haben hier unser Know-how aus 14 Jahren eingebracht, um die perfekte Show zu präsentieren. München ein ganz starker Standort. Sowohl der Menschen, die hier leben in München und im Umland, wir denken so an einen Umkreis von 150 Kilometern, wie auch die vielen Touristen. Der Tourismusverband und das Amt der Stadt München ist uns sehr wohlgesonnen, weil wir natürlich für München auch erstmalig mit so einem Theater wieder einen Grund auch bieten, für viele Menschen hierher zu kommen. Wir bieten was Neues. Wir bieten auch was weltweit Einmaliges. So etwas kann man nirgendwo sehen. Das wird München und die Kulturlandschaft Münchens, glauben wir, bereichern. Es wird ja immer behauptet, dass es schwierig ist, wenn man mit neuen Projekten auf eine Stadt zugeht und die dann überzeugen muss, dass ein solches Projekt dann auch funktionieren könnte. Wie schwierig war das hier in München, die Stadtväter von ihrem Projekt zu überzeugen? Also ich persönlich fand das überhaupt nicht schwierig. Die größte Herausforderung war eigentlich, einen guten Standort zu finden. Den haben wir hiermit gefunden natürlich. Er ist sehr gut angebunden. Der ist durch die Allianz Arena in der direkten Nachbarschaft schon bekannt. U-Bahn und Autobahn, super Anbindung, ausreichend Parkplatz vorhanden.
Vom Konzept mussten wir München und die Stadt wieder gar nicht überzeugen. Mhm. Ich hatte fast das Gefühl, man war sehr dankbar, dass so eine Idee nach München kommt und nicht nochmal nach Hamburg oder nach Stuttgart, wo es ja große private Engagements in diesem Bereich gibt, sondern hier in München. Also wir wurden sehr offen empfangen, wir wurden auch sehr gut betreut bis heute und das setzt sich auch für uns fort. Also wir sind sehr dankbar, muss ich auch sagen, ist nicht so gewöhnlich vielleicht, wir sind gut aufgenommen worden. Wenn Sie so quasi Hamburg erwähnen, da ist König der Löwen ein Renner seit Jahren. Ja. Können Sie davon lernen? Haben Sie sich da was angeguckt und gesagt, das kann man in München auch so machen? Also wir haben erstmal gelernt, dass wir den Geschäftsführer, der das Unternehmen dort eingeführt hat in den Markt und 7 Jahre begleitet hat, Jürgen Schröder, meinen Kollegen als Geschäftsführer, zu uns geholt haben. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Das ist schon mal nicht schlecht, ja, eine ganz wichtige Worte. Und wir haben natürlich hier eine Reihe von leitenden Mitarbeitern, auch Künstlern, auch im künstlerischen Bereich, die früher auch bei der Stage Holding über viele Jahre dieses Unternehmen geprägt haben und europaweit zum Marktführer gemacht haben. Die arbeiten jetzt hier für und mit uns. Ein ganz wichtiger Baustein für das Gelingen der Produktion, des Theaterfertigbaus, kann man sagen, aber auch der Vermarktung. Wir wissen, wie man so eine Show vermarktet. Okay. Wollen wir jetzt noch mal runtergehen zum Pferd? Mit was für einem großen Knall werden Sie Ihre Premiere eröffnen? Was ist da geplant? Ja, ich darf natürlich nicht zu viel verraten. Wir haben selbstverständlich geladen, viele interessante Gäste geladen. Natürlich viele Prominente sind sehr interessiert, die Premiere mitzuerleben. Das für uns nicht Überraschende, aber für eine Premiere Außergewöhnliche ist vielleicht, dass viele fragen, auch Prominente, ob sie ihre Kinder mitbringen können. Yeah. Weil klar ist, dass unser Thema, also eine Show mit Pferden, natürlich vor allem auch die Kinder, man muss sagen, auch vor allem die Mädchen der Familie sehr interessiert. Ja. Und was gibt es Schöneres, als wenn Vater und Mama dann auch mal die Kinder mitnehmen können zu einer Premiere, also Beruf und Privates verknüpfen. Also einen sehr schönen Kreis von geladenen Gästen werden wir haben mit ihren Kindern. Mhm. Und wir werden natürlich unsere Premiere zum ersten Mal vor diesem ausverkauften Haus spielen. Mit voller Besetzung, das ist ja ganz klar. Wir werden auch Prominenz hier aus der Stadt bei uns haben, die mit uns ein paar Grußwörter auch an die Gäste richten können. Also wir feiern hier schon eine große Premiere. Es wird eine Hitshow. Und haben Sie so Special Guests, die dann hier vielleicht mal auftreten und mit in die Show eingewoben werden? Da bin ich nicht sicher. Also die Show ist ja komplett durchinszeniert. Unser Ziel ist ja nicht, durch prominente Reiter zu glänzen, sondern unsere Show zu spielen. Mhm. Das denke ich eher nicht, aber in der Themenwelt wird das passieren. Ich habe ja erzählt, wir bauen ja parallel die Themenwelt um diesen Showpalast herum. Und dort wird in der Reithalle zum Beispiel oder auf unserem Funktionsplatz draußen werden immer wieder prominente Reiter auch ihre Kunst darbieten. Das können Westernreiter sein, das können Dressurreiter sein. Ach so, das ist dann draußen. Ja. Aber Sie sagen immer wieder, es ist nicht unbedingt eine Pferdeshow, die hier passiert. Ja, weil das wäre zu klein und zu eng gedacht. Ne? Mhm. Es ist eine Show, bei der Pferde eine große Rolle spielen, aber nicht die einzige Rolle. Wir haben hier eine wunderbare Geschichte, die durch Technik auch, durch Musik toll inszeniert ist. Wir haben Darsteller wie Akrobaten, Tänzer, einen großen Cast haben wir hier. Und das macht diese Show aus. Also wenn Sie unsere Show besucht haben, wie Sie fragen würden, wie hat es Ihnen gefallen, wäre unser Wunschergebnis, dass Sie sagen, es war eine fantastische Show, bin super unterhalten worden und war ganz überrascht, dass ich mal in einer Show mit Pferden war. War ich noch nie. Ja, im Zirkus schon. Also deshalb werde ich das nicht ganz so beantworten können. Aber ich bin natürlich hochgespannt, was das dann sein wird, wenn es fertig ist. Und freue mich auf die Premiere und Ihnen wünsche ich ganz viel Erfolg und dass Sie Ihr Theater immer wieder gut gefüllt bekommen. Ganz vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Machen wir das so? Ja. Danke. Das war Menschen in München mit Jörg van Hofen. Menschen in München wurde Ihnen präsentiert von der Legend Akademie.